Hallo meine lieben Zuseher, herzlich willkommen zu einem neuen Video, zu einem neuen Daily Update auf dem Kanal. Es ist der 30.04.2018. Schauen wir uns heute mal den Bitcoin-Chart, die Kryptowelt allgemein ein wenig genauer an. Und ich zeige euch heute mal mein 30.000 Dollar bis 50.000 Dollar Bitcoin-Szenario und warum ich so bullish bin, was den Bitcoin betrifft. Ja, und ich würde sagen, wir starten direkt los. Vorher noch einen kurzen Hinweis auf meinen Twitter-Account. Ich habe seit ein, zwei Tagen Twitter und da habe ich halt die Möglichkeit, dass ich euch immer up-to-date halte, was Charts betrifft. Würde mich mega freuen, wenn ihr mir auch auf Twitter folgt. Starten wie gewohnt auf CoinMarketCap, um uns einen generellen Überblick über den Markt zu verschaffen. Und wir sehen, dass momentan viele Coins wirklich ihr Momentum verlieren. Ist jetzt aber auch nichts Besonderes. Ihr müsst wissen, gestern war Sonntag und Sonntag passiert in 90% der Fälle wirklich nie was auf dem Kryptomarkt. Die Börsen, die normalen Börsen haben ihre Öffnungszeiten und Schlusszeiten, da ist das Wochenende geschlossen. Im Kryptomarkt haben wir das nicht, dementsprechend ist am Sonntag immer eher so eine Phase, wo ziemlich wenig passiert und ich bin am Sonntag auch recht selten aktiv, was den Kryptomarkt betrifft. Wir haben Bitcoin jetzt immer noch stabil, über 9.200 Dollar Bitcoin. Schauen wir uns danach am Chart noch genauer an. Wir haben EOS, der jetzt wirklich schon am Bluten ist. Die Frage ist jetzt, war es das schon mit diesem Mainnet Pre-Pump oder kommt da noch mehr von EOS? Hier nochmal der Hinweis drauf, kauft niemals Coins am All-Time-High, wenn ein Coin schon irgendwie 100% durch die Decke ging, seid ihr zu spät zur Party. Nehmt die Zeit und investiert die in Research und schaut nach Coins, die euch gefallen, wo euch das Team überzeugt, wo euch das Produkt überzeugt. Investiert da rein und auch wenn es vielleicht länger dauert oder wenn es vielleicht jetzt nicht so abgeht wie bei EOS, ihr werdet damit Erfolg haben, wenn das Produkt und das Team wirklich Sinn macht. Es macht null Sinn, in einen Coin zu investieren, der gerade ein All-Time-High hat. Warum? Ihr könnt fast nur verlieren, denn damit ihr mehr verdient, muss der Coin wirklich in astronomische Höhen vorgehen. Gerade bei EOS, wenn ihr jetzt bei 20 Dollar, 22 Dollar da rein seid, dann muss der erstmal wieder auf 25, 26 Dollar raufgehen, damit ihr überhaupt wirklich ein wenig was rausbekommt, je nachdem natürlich, wie viel Geld ihr angelegt habt. Auf alle Fälle mein Tipp, niemals FOMO haben und bitte niemals in ein All-Time-High investieren. Das sehen wir jetzt bei EOS, da hättet ihr jetzt wirklich schon wieder viel Geld verloren in kurzer Zeit. Was ich momentan ziemlich bemerkenswert finde und wo ich auch gerne eure Meinung hätte, Litecoin, und zwar von mir immer ein Coin gewesen, den ich ziemlich gut gefunden habe, passiert momentan seit Wochen eigentlich schon fast gar nichts. Wir haben Cardano und EOS, die jetzt wirklich Litecoin überholt haben und die wirklich massiv an Wert dazu gewonnen haben. Und Litecoin ist seit Wochen, glaube ich, auf 150 Dollar, da passiert fast gar nichts. Ich weiß noch, gerade bei dem ersten Dip so im Januar, Februar, da hatten wir, glaube ich, Litecoin schon um diesen Wert. Jetzt ist er immer noch gleich viel wert. Wenn ich Litecoin Holder in der Community habe, schreibt mir mal eure Meinung, was bei Litecoin abgeht und ob ihr wirklich auch der Meinung seid, dass gerade Charlie Lee mit seinem Verkauf, den er öffentlich gemacht hat, dazu beigetragen hat, dass Litecoin jetzt momentan ziemlich viel Boden verliert auf EOS zum Beispiel und auch auf Cardano. Wir sind jetzt hier am Bitcoin-Chart und jetzt auch vorweg mal die kurzfristige Analyse, damit ihr ungefähr wisst, wo wir denn momentan sind im Markt. Wir sind jetzt hier den 15-Minuten-Chart und momentan sieht es für mich aus wie so ein klassisches ABC-Muster. Ihr wisst, ich habe es gestern auf Twitter gepostet, wo ich eben geschrieben habe, dass die Leute aufpassen sollen und eben keine FOMO haben sollen, weil es momentan irgendwie aussieht, als wäre das die letzte Welle der Welle B. Momentan ja, sieht es auch fast so danach aus. Wir haben jetzt hier die A-Welle, die runterkommt, also 1, 2, 3, 4, 5 Wellen, die runterkommt. Dann haben wir die B-Welle, die gegen den Trend kam, natürlich irgendwie auch, ja, jetzt nicht irgendwie die perfekte B-Welle. Wir haben hier A, B, C. War das jetzt die finale Subwave C? Sieht danach aus, wobei, was dann natürlich schon wieder komisch aussieht, ist dieser Spike hier hoch, weil wenn wir dann wirklich ein C nach unten erwarten, dann erwarten wir, ja, 5 schöne Wellen nach unten, 5-3-5 Muster und das sehen wir hier jetzt auch nicht wirklich. Wie gesagt, Bitcoin, momentan warten wir jetzt ab, was hier passiert. Ich würde euch empfehlen, wenn ihr am Train seid, schaut einfach auf die kurzfristigen Trends. Die Wellen sind ein, ja, Indikator dafür, wo wir denn ungefähr im Cycle sind. Logischerweise, ja, wäre es jetzt mal angebracht, auf eine C-Welle zu spekulieren, aber wenn wir jetzt davon ausgehen, dass das Welle B war, dann müssen wir uns natürlich auch schon wieder fragen, ist das jetzt Welle 1, Welle 2 und kommt jetzt die Riesenwelle 3? Wie gesagt, alle Trader bitte Vorsicht, nicht nur auf Wellen trainen. Wellen sind wirklich extrem powerful und extrem wichtig, aber Wellen sind für mich da, um das kurzfristige Momentum zu erahnen. Für die ganzen Anfänger unter euch, wir können das kurz nochmal durchmachen. ABC-Korrektur, die sieht so aus. Eine ABC-Korrektur, die kommt immer, wenn die 5 Wellen hochgegangen sind, dann ist meistens Zeit für eine Korrektur und es kommt, ja laut Lehrbuch natürlich, eine ABC-Korrektur. Wir haben dann eine Korrektur, die wie folgt aussieht und die Standardkorrektur verläuft in dem Muster 5-3-5. Das habt ihr jetzt schon öfter bei mir gehört und ich habe mir gedacht, ich zeige mal, was ich überhaupt damit meine, weil ich ja wirklich viele neue Leute auf dem Kanal habe. Das heißt, wir haben in diesen Wellen von A, B, C nochmal kleine Subwellen. Subwellen sehen dann so aus, dass wir dann 3 Wellen hoch haben, 5-3-5.
Das heißt, 5-3-5, 5 Pfeile nach unten, 3 Pfeile nach oben, 5 Pfeile nach unten. Das ist so die klassische ABC-Korrektur. Es gibt noch andere ABC-Korrekturen, wo wir dann ein anderes Muster haben, nicht 5-3-5, sondern andere ja, Wellenunterteilungen. Aber das ist dann schon ziemlich advanced. Genauso könnte man auch ein ABCDE-Triangle formen. Das sieht dann so aus. Diese Triangles, die passieren meistens in B. Und wenn das Triangle so aussieht, dass die A-Welle hochkommt, ist das meistens bearish. Das heißt, nach dem E geht es meistens runter. Und das sehen wir wirklich sehr oft in der Welle B. Das könnte man in hier reinziehen. So zum Beispiel. Und dann kommt die Welle so runter. Das habe ich auch schon sehr oft gesehen. Da gibt es auch alte Videos von mir. Vielleicht verlinke ich die euch. Da haben wir schon sehr oft dieses ABCDE-Beispiel perfekt sehen können beim Bitcoin. Nur damit ihr mal wisst, ungefähr wie die Theorie generell abläuft. Und wir sind jetzt hier, wir kommen jetzt hier mal zu diesem Szenario, was ihr auch im Videotitel seht. Ist jetzt kein irgendwie Clickbait-Szenario oder so. Ist wirklich der Account, den ich momentan sehe. Es ist wirklich nicht irgendwie so $50,000 Bitcoin, weil Julian Hospers gesagt hat oder $50,000 Bitcoin, weil der und der das gesagt hat. Rein auf Analyse sehe ich jetzt dieses 35.000 bis $50,000 Bitcoin-Szenario. Warum ich das sehe, darauf gehen wir gleich ein. Wenn wir jetzt hier am Daily Chart diese 5 Wellen zählen, dann müssen wir uns jetzt fragen, was ist jetzt mit der Korrektur? Es sieht schon ziemlich gut aus, wenn wir uns jetzt hier mal die Fib Retracements anziehen, dann werden wir jetzt hier nicht mal ganz auf 0,786 retraced. Und ich finde, wenn man sich das Ganze mal rauszoomt, die Korrektur, und wenn wir wirklich sehen, was wir für einen astronomischen Anstieg gehabt haben mit diesen 3 Wellen hoch, dann sieht die Korrektur wirklich minimal aus. Ich weiß, es ist zwar wirklich jeder depressiv seit Dezember und es ist wirklich jeder nur am Weinen, aber wenn man mal rauszoomt und einfach sagt, okay, Leute, schaut euch mal an, was letztes Jahr passiert ist, was wir letztes Jahr für einen Anstieg gehabt haben, sieht die Korrektur immer noch so schlimm aus, wie wenn man jetzt irgendwie das Ganze mit mega reingezoomtem Chart betrachtet, hier der Logscale jetzt, überhaupt nicht. Wirklich, $20,000 Run erfordert eine Korrektur und diese Korrektur sehen wir jetzt. Wir sind noch nicht mal auf 0,786 Level traced und ja, momentan noch alles ziemlich gut. Wie komme ich jetzt auf dieses Szenario? Ganz einfach, ziehen wir uns mal die Fib-Extensions. Wir müssen einfach sagen, wenn das die Welle 3 war, wenn das diese Riesenwelle 3 war, dann müssten wir einfach eine Welle 5, oder Welle 5 erwarten, sorry, habe mich jetzt kurz verredet, müssen wir einfach eine Welle 5 erwarten, die wir mindestens in den Bereich reintargeten, mindestens 35k. Warum? Die Welle 3 war schon exorbitant hoch. Wenn die Welle 3, man zeigt immer, wenn die Welle 3 eine 1-to-1-Extension schafft, kann man die Welle 5 auf 161.8-Extension targeten. In dem Fall haben wir eine Welle 3 gesehen, die jenseits von Gut und Böse war, die auch die 261.8-Extension geschafft hat. Und da würde ich einfach die Welle 5 mindestens in dem Bereich rein targeten, was jetzt der Bereich 35k bis 53k wäre. Natürlich, das Ganze ist sehr zukunftsbasiert und auch jetzt nur ein Denkanstoß von mir, wie das Ganze sich entwickeln könnte. Rein aus analytischer Sicht zähle ich hier diese Wellen so. Ist jetzt wirklich nur ein Denkanstoß. Und jetzt bitte nicht irgendwo festhalten und mich drauf festnageln. Ja, du hast aber gesagt, am 30.04. der Bitcoin kommt auf $53.000. Bitte das nicht machen. Das ist jetzt lediglich mein Wellencount, den ich momentan sehe. Und das möchte ich gerne noch mit ein paar fundamentalen Sachen irgendwie spicken. Ihr müsst euch denken, wir haben jetzt das Jahr 2018. Wir haben einen Bitcoin, der $9.000 wert ist. Und wir haben so gut wie keine Adaption noch. Wir haben noch keine Institutionen, keine riesen Hedgefonds. Wir haben zwar diesen Patera Hedgefonds und vielleicht ein paar kleine Hedgefonds, aber wir haben noch keine großen Player im Markt, die sich wirklich offensichtlich dazu bekannt haben, Krypto zu kaufen. Wir haben noch keine Regulationen. Wir haben keine Regulationen, die die großen Player in den Markt ziehen würden. Also natürlich, wenn jemand mit einem Hedgefonds irgendwie 200 Millionen irgendwo rein investiert, dann muss das reguliert sein, ganz einfach, weil keiner so viel Geld von Kunden irgendwo rein investiert, mit dem Gewissen, mit dem Wissen, dass das vielleicht in 3 Wochen nicht mehr erlaubt ist. Das muss auch klar sein für die ganzen Regulierungsgegner. Angesichts dessen, dass wir wirklich jetzt noch nicht wirklich viel haben, was das betrifft, Adaption, Mainstream-Adaption, Big Player im Markt, Use Case und so weiter und so fort, müssen wir einfach davon ausgehen, dass der größte Bullrun auch erst noch kommt. Da bin ich fest davon überzeugt, dass wir, wenn die Regulationen positiv sind, wenn jetzt natürlich alles irgendwie total eingeschränkt wird, wird es natürlich noch dauern, aber wenn die Regulationen positiv sind, wenn das alles gut über die Bühne läuft, dann werden wir den größten Bullrun sehen, den die Menschheit je gesehen hat. Da bin ich mir wirklich 100% sicher, weil ihr müsst euch vorstellen, es ist wie mit dem Internet, 90er Jahre, Internet. Ich habe so viele Interviews gesehen, wo Leute gefragt wurden in den 90er Jahren, über E-Mail schreiben, Internet nutzen, Handys, Mobiltelefone, und die Leute haben damals genau gleich reagiert wie die Leute heute. Wenn ich heute zu Leuten hingehe, die vielleicht ein wenig älter sind als ich, und generell, es gibt auch genug junge Leute, die mega ignorant sind. Wenn ich zu den Leuten hingehe und sage, okay, Blockchain und so weiter, Bitcoin,
50%, 60%, 70% der jungen Leute, 90% der älteren Leute sagen, hä, was Blockchain, Bitcoin, was brauchen wir Bitcoin, ja, ein Euro. Genau das Gleiche haben wir in den 90er Jahren gesehen. In den 90er Jahren war es so, wenn man zu den Leuten gegangen ist und sagt, ja, wie viele E-Mails schreibst du die Woche? Ja, was brauche ich E-Mail? Warum soll ich E-Mail schreiben? Ich kann doch einen Brief schreiben. Genau das Gleiche gibt es ein Interview in Amsterdam, zu den Leuten hingegangen, wollte ihr ein Mobiltelefon haben. Jeder in diesem Interview hat gesagt, für was brauchen wir ein Mobiltelefon? Wir haben zu Hause ein Telefon. Wir wollen kein Mobiltelefon mitnehmen. Wir wollen unterwegs nicht erreichbar sein. Und genau das Gleiche erlebe ich jetzt auch wieder mit der Blockchain, mit Bitcoin. Und ich bin einfach, was das betrifft, eh mega, ultra, extrem bullish auf Bitcoin. Natürlich immer noch hier nochmal der Hinweis, dass ich kein Investmentberater bin und ich möchte ja auch keinen FOMO schüren. Ich habe schon oft gesagt, dass ich generell kurzfristig bearish eingestellt bin. Das ist auch immer noch der Fall, weil es das heißt für mich irgendwie bearish, dass wir nicht irgendwie in ein, zwei Monaten jetzt 30.000 Dollar sehen werden, weil das glauben auch immer noch viele. Aber langfristig bin ich ultra mega bullish. Nur, dass ich das mal klargestellt habe, weil ich oft immer so dargestellt werde als der Perma-Bier. Das bin ich auch nicht. Großfristig bin ich oft eher bearish eingestellt, aber langfristig natürlich ultra bullish. Und das war jetzt nur so meine Meinung, fundamental, warum ich bullish eingestellt bin, charttechnisch und definitiv ein Ziel von mir oder ein Ziel, was ich total realistisch sehe. 53.000 Bitcoin hat ja auch Julian Hospik gesagt. Er meinte auch, er hat irgendwie einen Kollegen, der Analyst ist und der ihm das so gesagt hat. Vielleicht hat er die gleichen Meinungen gezählt wie ich. Und ja, wie gesagt, das reicht jetzt erstmal für dieses Video. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Auch wenn das jetzt zum Schluss irgendwie ein wenig, ja, verhaspelt war vielleicht, weil das einfach jetzt nur so meine Meinung war, als würde ich jetzt irgendwie das Ganze euch so erzählen. Natürlich ist das jetzt nicht so eins zu eins einstudiert und wirkt jetzt vielleicht nicht so extrem professionell wie sonst immer. Aber das war jetzt nur mal meine Meinung, warum ich erstens extrem bullish bin auf dem Bitcoin laut technischer Analyse und fundamental. Und ich hoffe, euch hat das gefallen. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr von dem Video gehalten habt. Und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Ich bedanke mich wirklich sehr für eure Aufmerksamkeit, für eure Kommentare, für eure Likes. Das freut mich immer mega und ich hoffe auch, dass ihr in Zukunft meine Content so liked. Und vielen Dank, euer Technical Crypto.